Hallo! Heute wieder am Start das Thema Anti-Aging. Bevor es mit den ganzen Übungen losgeht, nochmal so ein paar Minuten Aufklärung zum Thema Mobilisation, zum Aufklärung zum Thema, dass man sich erstmal dehnt, dass man erstmal sorgt dafür, dass man eine gute Mobilität hat. Ganz einfach, wir sitzen zu häufig im Auto, vor dem Bürostuhl. Wir befinden uns in einer sogenannten nicht artgerechten Haltung. Das sorgt dafür, dass gewisse Muskelgruppen verklebt sind, verkürzt sind, ein hoher Muskeltonus da vorhanden ist und dementsprechend fällt so die eine oder andere Bewegung sehr schwer. Das heißt, wir blockieren uns selber. Da gibt es einen ganz guten Spruch, den müsst ihr euch mal merken. Wenn zum Beispiel Wildtiere, Leoparden, Geparden, Löwen, wenn die, oder auch Katzen, wenn die so verklebt und verkürzt werden, einen zu hohen Tonus der Muskulatur hätten, wie der Mensch, dann würden sie verhungern, dann würden nichts mehr fangen, die könnten nicht mehr jagen, weil sie Explosivität verlieren und Spitzigkeit. Der Mensch hat einen Kühlschrank, der muss nichts mehr jagen, deswegen ist es bei uns alles ein bisschen eingeschlafen. Zum Beispiel, sage ich mal von der Seite, wenn jemand verklebt ist, verkürzt ist, er macht jetzt eine Kniebeuge, dann passiert Folgendes. Er geht runter, er kommt gar nicht im Rücken in die gerade Position, das wäre richtig. So, und er kommt so runter, dann kippt er noch nach innen oder er kippt nach vorne, er kippt auf die Seite, die Knie fallen nach innen. Das sind alles Dinge, die kommen daher, weil die Bewegung noch nicht sauber strukturiert ist, natürlich eins, weil das Gehirn mit neuen Dingen konfrontiert ist. Oftmals ist aber auch so, dass die Technik darunter leidet, weil gewisse Muskelgruppen eben verklebt sind, Muskelfasern verklebt, Muskeltonus zu hoch. Die Bindehaut um den Muskel rum hat zu viel Spannung, die muss man öffnen. Und da gibt es natürlich schon ein paar Sachen, die man machen kann, wie zum Beispiel die Black Roll, die ist für die Faszien und mein Lieblingsthema, das Stretching, Dehnen. Und dieses Dehnen, dieses Mobilisieren, das kann man auch Formtraining machen, indem ich zum Beispiel mich ganz breitbeinig hinstelle, in die Mitte gehe und jetzt natürlich hier Bewegung nach rechts, Bewegung nach links, mit dem Knie nach unten gehen, Adduktoren dehne. So, dann kann ich natürlich hier mit den Händen auf den Boden gehen, Rücken rund nach oben machen, mit den Händen nach hinten. So, wenn ich nichts mehr spüre, Beine ganz durchstrecken, dehnen, Rücken nach oben, 10 Sekunden, 12 Sekunden halten, aufrichten, Vorderoberschenkel dehnen, im Stehen Beine geschlossen, Fersen zum Po. Vorderoberschenkel dehnen, Hüftbeuger dehnen. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, um mich auf mein Training vorzubereiten. Genauso, wenn ich die Kniebeuge mache und ich gehe mal runter in diesen Hocksitz. Das können viele Menschen gar nicht mehr. Da kippen die nach hinten um. Und all diese Dinge kann man üben. Wenn man nach hinten umkippt, kann man sich zum Beispiel auch hier festhalten. So, Rücken gerade. So, Becken nach vorne, Rücken gerade. Und hier halten oder hier festhalten. Und so sorgen wir für eine hohe Mobilität, dass wir uns öffnen. Dann kommt natürlich auch dazu, dass ich vor dem eigentlichen Training erstmal einen Aufwärmsatz mache. Das heißt, wenn ich global aufwärme, wenn ich Kniebeuge mache, oder ich erstmal einen Satz mit Körpergewicht mache. Kniebeuge, sauberer Stand, nur mit Körpergewicht. Oder wenn ich Military Press mache. Mit Hanteln, Kurzhanteln über Kopf, Seitheben, vorgebeugte Seitheben. Das ist sogenannte lokale Aufwärmen. Ich wärme die einzelnen Segmente auf, die einzelnen Gelenke wärme ich auf. Das sind alles Dinge, die gehören in ein Reinigungspaket. Klar, nicht zu vergessen, vor dieser Eigenmobilisation kommt natürlich auch noch das sogenannte globale Aufwärmen. Was ist ein globales Aufwärmen? Das heißt, eine allgemeine Anregung des Kreislaufes, Blutzirkulation. Und das macht man einfach, indem man zum Beispiel Seil springt oder Hampelmann macht, geht auch. Oder auf den Ergometer geht oder aufs Crosstrainer, aufs Laufband. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist wichtig. Daran solltet ihr denken, bevor ihr richtig loslegt. Wer das nämlich macht vorher, dafür sorgt, dass ihr geschmeidig seid, dafür sorgt, dass ihr eine gute Mobilität habt, dann habt das viel einfacher. Die Bewegungen sehen schöner aus. Ihr seht geschmeidiger aus, ihr habt weniger Fehler, die Verletzungsgefahr geht runter. Alles eine perfekte Vorbereitung. Also, Freunde,
Bereitet euch richtig vor, demnächst kommen die Videos, Kniebeuge, Kreuzheben, Militärpress und so weiter. Macht's gut, bis bald.